Desto trotz der kompakten Größe ist auch der Salon großzügig mit an Steuerbordseite wieder eine schöne L-förmige Sitzgruppe, die man ganz einfach und bequem innerhalb ein paar Sekunden umbauen kann für ein Doppelbett, falls mal zwei Gäste nochmal eine Nacht übernachten möchten. Da ist ein kleiner Schreibtisch neben der Bank. Da geht dieser Tisch auch noch ganz bequem da unten, wenn das Easy Sleep System benutzt werden soll. Und unter dem Tisch ist auch noch ein kleines Schränkchen. Am Backbordseite ist die Küche und dieser Kunde hat sich auch noch entschieden für einen optionalen Gasofen. Und im Fußboden ist noch ein extra Kellerstauraum positioniert und eine niedrige, schöne Fläche, übersichtlich, Scheiben, wo man rausgucken kann. Und dieser Kunde hat sich auch noch entschieden für den Smart Television Solution. Da haben wir eine ganz schöne Abkürzung dafür. Der ist mir leider jetzt im Moment entschossen, aber vielleicht war es mein Zwillingbruder dem. In den 40er haben die natürlich eine andere Lösung. Hier wird dann statt einer Weinflaschenhalterung wird den Fernseher rausgezogen. Und wenn Sie hier rundum gucken, sehen Sie auch, man hat gutes Übersicht während der Fahrt oder auch sogar abends. Und wenn man die Vorhänge schließt, hat man noch ausreichend Privacy. Die Küche bei Lenny an Bord ist eigentlich auf dem gleichen Niveau und in dem gleichen Raum wie den Salon, so gesagt. Ist hier auch, aber trotzdem ein bisschen getrennt, weil Sie sehen hier ein bisschen eine Raumverteilung und hier ist dann an separaten U-förmigen Küchen, wo ein bisschen mehr Arbeitsfläche ist als auf einer 35er, mit noch einer separaten Dinette Sitzgruppe vis-à-vis Sofa gegenüber einander. Standardmäßig immer ein Gasherd, dreiflämmig, aber hier ist ein Generator eingebaut, deswegen kann hier auch ein Induktionsherd verwendet werden. Und hier ist noch ein kombinierter Mikrowelle-Backofen, wo man am Sonntagmorgen schön frische Brötchen abbacken kann. Und natürlich ausreichend Schränke und viel Platz zum Verstauen von den verschiedenen Sachen, Geschirr und was man so alles braucht an Bord. Unter dem Herd ist natürlich ein 110 Liter Kühlschrank und den Kühlschrank ist natürlich standardmäßig. Und damit nicht alle Flaschen immer den meisten Platz wegnehmen im Kühlschrank, haben wir hier noch eine optionale zusätzliche Kühlschublade. Die ist sehr sinnvoll, das werden Sie sehen. Der Eigner hat hier sogar, ich sehe ganz schnell, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück, 9 Flaschen Prosecco reingelegt und da gehen sogar 12 Flaschen Weißwein gehen da rein. Aber auch Dosen mit Cola oder Bier oder egal. Und damit man nicht immer aus die Flaschen trinken muss, werden natürlich auch standardmäßig die Gläser mitgeliefert. Ich finde das immer ganz komisch, dass man über die Treppe runter, über das eigene Glaswerk runter geht. Wenn wir dann zurück in die Küche gehen, haben wir noch alle möglichen Vernünftigkeiten eingebaut, sowie extra Arbeitsplatte, wenn man fertig ist mit Kochen, dass man die Teller schön aufservieren kann. Und so hat man wieder einen Platz zum Durchgehen. Unter die Treppe ist noch ein zusätzlicher Stauraum, ein extra Keller und optional könnte man dann noch einen Gefrierschrank haben oder noch so eine extra Kühlschublade für noch mehr Flaschen Weißwein oder Prosecco.